Xiaomi hat mit dem Mi 9 Pro ein weiteres Flaggschiff in diesem Jahr auf den Markt gebracht. Und auch wenn man es aktuell nur in China kaufen kann, beziehungsweise in Deutschland mit bei den üblichen Shops, unser Testgerät wurde uns von Trading Shenzhen zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle. So habe ich mir das Modell mal ein bisschen näher angeschaut, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir das Modell noch in Deutschland sehen werden, beziehungsweise auch in Europa. Und ich würde sogar davon ausgehen, dass es noch 2019 kommt. Aus diesem Grund möchte ich euch einfach mal kurz erklären, wo ordnet sich das Mi 9 Pro ein, was ist neu im Vergleich zum normalen Mi 9 und was ist so mein persönlicher erster Eindruck. Fangen wir mal damit an, wo sich das Xiaomi Mi 9 Pro einordnet. Ihr kennt es vielleicht, ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gibt bereits ein Xiaomi Mi 9T Pro. Eigentlich ist das 9T eine Art bessere Version vom Xiaomi Mi 9 gewesen, mit dieser Pop-Up-Kamera, sprich jetzt keine Notch mehr. Und das Mi 9 Pro ist jetzt aber wiederum eine Flaggschiff-Version oder eine Pro-Version vom Mi 9 Pro, welches im Frühjahr auf den Markt kommt. Es ist die beste Version, die Xiaomi aktuell von seinem Smartphone verkauft, mit der absolut besten Ausstattung. Es ist also, wenn man jetzt, sage ich mal, die Notch, den Rückschritt zur Notch nicht als Rückschritt betrachtet, ist es das aktuell beste Flaggschiff aus dem Hause Xiaomi. Da kann man vielleicht jetzt auch ein bisschen drüber streiten, denn manch einer sieht vielleicht diese Pop-Up-Kamera auch als Fortschritt und jetzt den Schritt zur Notch zurück vielleicht auch als Rückschritt. Darüber kann man streiten, aber so grundsätzlich, wenn man sich die Daten auf dem Papier anschaut, dann ist das Xiaomi Mi 9 Pro das aktuell beste Smartphone von Xiaomi. Doch was hat sich im Vergleich zum normalen Mi 9 eigentlich geändert? Hauptsächlich oder das größte Feature ist 5G, mit dem Xiaomi auch wirbt. Es wird eines der günstigsten 5G-Smartphones in diesem Jahr sein. Neu ist auch der Snapdragon 855 Plus und die kleinste Version fängt jetzt bereits mit 8 GB Arbeitsspeicher an. Ich glaube, beim Mi 9 waren das auch 6 GB, die man da wählen konnte. Das größte Feature dreht sich um den Akku, der jetzt 4000 mAh besitzt, über Kabel mit bis zu 40 Watt geladen werden kann und kabellos tatsächlich mit bis zu 30 Watt geladen werden kann. Außerdem gibt es auch Reverse Wireless Charging beim Xiaomi Mi 9T Pro. Sprich, das größte Upgrade, welches Xiaomi hier eingebaut hat, ist rund um den Akku geschehen. Die restliche Hardware ist eigentlich identisch. Es gibt noch ein paar Softwareoptimierungen beim Xiaomi Mi 9, aber das Display, die Kamera etc., das ist alles die identische Hardware, die ihr bereits vom Xiaomi Mi 9 kennt. Die möchte ich jetzt hier nicht nochmal abrattern. Ich glaube, das dürfte auch den meisten, die das Video jetzt schauen, bekannt sein. Also das große Hauptfeature ist im Prinzip der Akku, aber es hat natürlich auch einen Grund, dass man den optimiert hat, denn 5G benötigt in der Regel auch ein bisschen mehr Strom, wenn man das aktiv nutzt und da benötigt es dann auch gerne größere Akkus. Sprich, wer vielleicht auch mit der Akkulaufzeit im Xiaomi Mi 9 nicht so zufrieden war, welches einen 3300 mAh starken Akku besessen hat, besitzt, wird ja immer noch verkauft, der könnte jetzt vielleicht mit dem Pro-Modell ein bisschen glücklicher werden. Mein erster Eindruck vom Xiaomi Mi 9 Pro ist durchaus positiv. Es ähnelt dem Xiaomi Mi 9 dann doch sehr stark auf den ersten Blick. Es ist ein bisschen dicker und schwerer, das merkt man dann auch, aber so im Großen und Ganzen war ich durchaus sehr zufrieden in den ersten Tagen mit dem Gerät. Ich möchte an dieser Stelle direkt sagen, es gibt von mir kein Fazit in irgendeiner Richtung, denn ich habe ein Modell aus China, ich habe zwar den Play Store drauf, ich habe auch meine Apps wie Twitter und so weiter darauf installiert und genutzt. Das ist ja möglich, aber es ist keine EU-Version, es gibt auch keine deutsche Sprache und aus diesem Grund wird es von mir persönlich auch kein finales Fazit geben, denn das möchte ich dann doch eher bei Modellen, die man auch auf normalem Wege bei uns kaufen kann. Ich vermute aber, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier aus dem Fenster lehne, aber ich vermute, dass wir dieses Modell tatsächlich noch in diesem Jahr in Europa und auch in Deutschland sehen werden. Xiaomi ist ja mittlerweile offiziell in Deutschland vertreten und ich gehe stark davon aus, dass man dann im November das Xiaomi Mi 9 Pro auch bei uns verkaufen können wird. Stellt sich natürlich noch so ein bisschen die Frage, ob man es kaufen sollte. Ich persönlich würde fast dazu raten, das mittlerweile etwas günstigere Mi 9 zu nehmen. Es sei denn, ihr wollt vielleicht auch ein Smartphone haben für die Zukunft, welches bereits 5G besitzt
Oder, ich habe es ja eben erwähnt, ihr wollt einfach auch ein Smartphone haben, welches einen besseren Akku besitzt. Ich finde das mit dem Schnellladen über Kabel mit bis zu 40 Watt auch interessant. Und ganz besonders spannend finde ich den Schritt zu 30 Watt bei kabellosem Laden mit Qi. Ich habe leider kein Zubehör hier, mit dem ich das testen könnte, aber ich finde den Schritt und ich glaube, es ist das erste Smartphone auf dem Markt, welches so einen schnellen Ladestandard bei kabellosem Laden unterstützt. Das ist schon ordentlich schnell und das ist schneller als manchen anderer Hersteller mit Kabel das Ganze unterstützt, finde ich einen sehr spannenden Schritt. Abgesehen davon ist die Empfehlung natürlich ein bisschen schwierig für das Mi 9 Pro, denn ihr zahlt auch einen Aufpreis. Es kostet, glaube ich, für knapp 580 Euro, wenn ich mich nicht täusche, kann man es importieren. Das ist es jetzt nicht unbedingt wert, meiner Meinung nach. Also da würde ich dann das normale Mi 9 nehmen. Wenn es allerdings nach Europa und somit Deutschland kommt und vielleicht für 599 Euro verkauft wird, dann könnte es auch das günstigste 5G-Smartphone in diesem Jahr sein. Und ich glaube, Xiaomi hat da ein durchaus interessantes Smartphone gebaut. Ich hätte mir vielleicht noch die eine oder andere Optimierung bei der Kamera gewünscht, oder vielleicht noch sowas wie einen Time-of-Flight-Sensor, der dann auch nochmal Porträtaufnahmen verbessert. Aber so im Großen und Ganzen finde ich das dann doch ein sehr spannendes und gelungenes Modell. Und es dürfte vor allem auch 5G vorantreiben. Das soll es jetzt aber auch schon zum Xiaomi Mi 9 Pro gewesen sein. Falls ihr Fragen habt, stellt diese gerne in den Kommentaren. Ich habe das Modell zwar noch ein paar Tage im Test. Ich werde kein Fazit mehr auf diesem Kanal veröffentlichen, beantworte ich aber auch gerne die Fragen in den Kommentaren, sofern dies für mich möglich ist. Aber nein, ich habe keinen 5G-Tarif, ich habe keinen 5G in der Nähe. Das kann ich leider nicht testen. Würde ich gerne mal, aber das ist mir noch nicht möglich. Ansonsten, wie gesagt, versuche ich eure Fragen gerne zu beantworten und ich bin mir relativ sicher, dass wir vom Mi 9 Pro auf diesem Kanal nochmal hören werden. Bleibt uns also gerne treu. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.